So, das Video, das wird jetzt ein kleines Unboxing-Video. Ich habe ein teilweise Geschenk von meinem Community-Manager bekommen, den Herrn Mad Max. Dafür danke nochmal auf jeden Fall. Und zwar weiß ich auf jeden Fall, dass ich ein so gesagt komplett PC bekomme. Bekommen habe. Ohne Grafikkarte, aber halt auf FM2 Plus oder FM2 Sockel Basis. Mit teilmodularem Netzteil, das ist sehr. Also da freue ich mich eigentlich schon meistens so mit am meisten mit drauf, so, weil man kann halt einiges machen dann, weißt du, weil du kannst halt Platz sparen, na, dann bauen und so und hast keinen Kabelwirrwarr da mehr. Das ist schon richtig cool, da freue ich mich richtig drauf. Was das alles weiterhin noch drin ist, auf jeden Fall noch der Prozessor, den ich mir gekauft hatte bei eBay Kleinanzeigen. Das ist der AMD Athlon 200GE mit integrierter Grafikeinheit. Was hat der Vega 3, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht ganz genau jetzt gerade. Ist das eine Vega 3 oder ist das eine Vega 8? Ich glaube, der 2200G. Keine Ahnung, ich glaube, der hatte Vega 8 bitte. Und der Ryzen 5 2400G, glaube ich, der hatte die Vega 11 schon drin. Ich weiß es nicht mehr ganz. Müsste ich nachgucken. Ja, und dann halt noch mehrere kleinere Dinge und so. Na? Achso, und halt, wie gesagt, das Mainboard, das ist ein ASRock B450. Genau. Für den Prozessor, also für den Athlon 200GE. Und ja, das muss ich dann halt gesagt für Fuffi oder so, dann machen wir das schon. Ja, für Fuffi, das ist, ich sag mal, fast geschenkt, kann man sagen, ne? Und auf jeden Fall übelst geil, ich habe mich riesig drauf schon gefreut. Und jetzt wollen wir mal nachgucken, was das drin ist. Ich weiß auf jeden Fall, was auf jeden Fall drin ist. Damn it, ey. So, ja, einmal. Ich glaube, das hebe ich sogar auf sowas. Das war vielleicht Schwachsinn, aber vielleicht will man mal irgendwas verschicken oder so. Und das ist ja wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man mal sowas hat. Ich habe einen Keller, da kann das rein. Von daher, egal, erstmal. So. Und das hier. Das habe ich schon beim Auspacken gesehen. Das finde ich richtig interessant, sowas. Das sind Staubgitter. Und ich weiß nicht, wenn das so holst, ich weiß nicht, wie die Preise sind. Auf jeden Fall ist es schon ziemlich krass. Die sind auch so ziemlich neuwertig. Also sie sind so gut wie. Die sind neu. Richtig, richtig cool, echt. Das könnte ich bei mir zum Beispiel dran machen. Dann würde nicht alles so schnell verdrecken. Das ist richtig geil, also da freue ich mich auf jeden Fall. Kannst du mal zeigen? Na, guck hier. Gucken! 4 Stück an der Zahl, also jetzt zumindest erstmal. Ja, hier. Das ist krass. Das ist zwar RGB-Stripes mit Dings, mit Strom, ist aber nicht schlimm. Wenn ich mir jetzt sowieso ein festes System baue, was an der Wand kommt, oder ich will, keine Ahnung, irgendwas anderes beleuchten oder so, irgendwas, so Lichtagnonzen setzen und so, da finde ich es richtig cool. Dafür Dankeschön nochmal. Das ist richtig cool, freue mich riesig drüber. Ja. Vor allem, jetzt hast du sowas rumliegen, das ist unbenutzt. Bestimmt dir nur über einen Christbaum gehangen oder so zum Anbauen. Richtig cool. Was haben wir hier? Oh. Perfekt. Ideenwelt. USB-Port, das ist auch cool. Ist zwar nur 2.0, aber das ist scheißegal. Mich interessiert sowieso nicht, weil zumal da sowieso ein Headset drankommt, eventuell.
Und bei den anderen USB-Anbindungen hast du gesehen, und da ist es sowieso egal, ob du 3.0 hast oder 2.0. Finde ich cool, so ein Verteiler ist echt brauchwert. Brauchwert? Nützlich. Nützlich! Das ist cool. Na, so Kleinigkeiten, an denen man sich auch freuen kann, ne? Ja. Ja, eure One-Lösung, ja. Was haben wir hier noch? Das ist ein Kabel, das ich nicht zuordnen kann, um ehrlich zu sein. Das ist ein Handykabel, oder? Ist das ein Handykabel? Warte. Oder für was ist das? Mal gucken. Was ist das? Ich hoffe, man hört jetzt alles. Nicht, dass ich jetzt hier alles kommentiere und rede und hast du nicht gesehen und die Aufnahme ist Müll. Jetzt sollten wir jetzt kein bisschen weiterreden. Ich habe mich so riesig auf den Dach gefreut, wann das Paket endlich kommt. Wahnsinn. Echt richtig cool. Und das hier, was ist das hier? Nee, ne? Nicht dein Ernst. Bist du verrückt? Oh Mann. Bist du verrückt? Jetzt weiß ich ja, wo der Stecker hingehört. Aber hallo? Sag mal, hackt's? Geht's dir noch gut? Warum? Du hast gesagt, das sind so kleine Teile, die du nicht mehr brauchst. Das ist ein Tablet. Echt jetzt? Also verarsche, oder? Und schon kaputt, hast du mir mitgegeben. Samsung Galaxy Tab 2, 10.1. Das ist hart drauf. Das ist geil. Und zwar nicht so ein Tablet-Freund, aber das ist cool. Wie macht man das? Ich glaube, die Musik ist jetzt gerade nicht so laut. Das ist ja cool. Oh, wie fancy. Macht man das? So. Man kann es auch hier hinstellen, dass die Möglichkeit gibt es. Ah, hier, ja, sind hier anders. Ah. Das ist cool. Also kannst du sogar eine SIM-Karte reinpacken. Was ist denn, oder? Ist das drauf, ja, ne? Ich hab den Monitor falsch gestellt, ich hätte es mal rüber gelassen. Kann ich immer noch mal, warte mal. Und mal alles, guck mal, das ist auf anderen Monitor, ja. Ja. Auf jeden Fall schönes Bild. Ich hoffe, hier sind keine Messages drauf oder so, die ich nicht lesen sollte. Falls wenn, kannst du nochmal zurück ein Werkzeug wieder zurücksetzen. Das ist richtig cool, echt. Dankeschön, Rainer. Oh. Dankeschön, Mad Max. Das heißt falsch schon mal. Ich bescheuere mal draus. Warte mal. So. Das ist cool. Ist das immer drin? Ach, der ist nur so, oder was? Ja. Ich hatte das jetzt hier am Handy, warte. Das ist cool. Hätte ich nicht damit gerechnet, absolut nicht. Oh. Hätte ich nicht damit gerechnet, absolut nicht. Ich dachte, es wäre hier sowas. So ein Ring, ja. Kannst du drehen? Ja, kannst hier Finger reinmachen und so, dann hast du nie gesehen, damit das Handy nicht verlierst und so. Ziemlich cool auf jeden Fall.
Ich hab Magie in den Händen. Richtig cool. So, warte. Hier so. Teilweise. Hier ist keiner drin. Der Prozessor ist weg. Verdammt nochmal. Mega Graphics. Ja. Schauen wir mal. Ja, so. So. So, keiner drin. So, was haben wir hier für eine... Steht das auf? Der Kühler, der wiegt ganz schön viel. Ja. Also der Kühler, da ist niedlich. Den werde ich definitiv, glaube ich, mal nicht verbauen. Weil ich schätze mal, wenn der hochdreht, dann wird er gut pfeifen. Sogar mit Aufkleber. Aber den Aufkleber... Mad Max, hättest du eigentlich behalten können, weil du sammelst ja die. Wenn nicht, schicke ich ihn dir mit der Post nochmal, wenn du möchtest. Ich bin ja nicht so ein typisch Bosser, nicht unbedingt. Der ist echt niedlich, ne? Komm, wie cool. Da brauchen wir 4 Pin oder was, Wahnsinn. Und das Ding, das habe ich für 33 Euro geschossen. Ja, immerhin. Das ist nicht viel, ist gebraucht gewesen und so. Ich habe mich ja trotzdem drüber gefreut. Was ich mich nicht drüber gefreut hatte, ist, man kann diesen Prozessor nicht übertakten. Das geht wohl nicht. Wie man ja weiß, jeder Prozessor ist halt unterschiedlich. Ne? Da geht das halt nicht. Gehen wir mal hin. So. Noch mehr Verpackungszeug. Oh, Excalibur! Das ist mehr als verpackt. Ja. Genau. Da kommen wir dann zurück. Kopf zu. So, und hier haben wir das schöne Ice Rock B450 Pro 4. Genau, das Pro 4, das hatte ich vergessen zu sagen. Unterstützt die Ryzen-Generation der zweiten Generation. Ne? Genau. Aber da kann ich dazu nicht viel sagen. Also, kannst du mal aufmachen? Aber mir fehlt mir eine Stunde. Ich habe immer so ein Talent. Die Blende, schon mal sehr cool. Ja, ist ja neu. Was willst du da verlangen? Ne? Es ist neu. Ich dachte, so ein richtig neues Mainboard hatte ich glaube noch nie. Selbst wenn ich die immer jetzt bei Alternate geholt hatte, im Outlet, holen lassen, dann... Oh, der Prozessor zum Beispiel drauf. Das heißt, ich muss dann einfach mal los, muss einmal das Pass holen. Vielleicht kriege ich noch einen Kühler oder so, günstig. Gucken. Wenn nicht, packe ich den Standard erstmal drauf. Boah, das riecht richtig neu. Das ist cool. Richtig cool, richtig cool. Richtig, richtig cool. Von der Kühlung, ne? Die ist auch gut eigentlich. Wenn ich mir jetzt. Ich hätte mir bestimmt hier so ein Gigabyte Mainboard geholt. Weil die von vornherein die zweite Generation unterstützen. Von AMD. Und weil die halt 4 RAM-Bänke hatten und so. Und das halt für einen Fuffi oder so. Ist halt fast unschlagbar, ne? Aber das hier ist dann natürlich dann viel besser. Da hast du halt eine bessere. Wie nennt man das? Eine bessere Kühlung für die Spannungswandler oder so. Und hast du gesehen, ne? Oder wie auch immer. Richtig cool, richtig cool. Da freue ich mich. Gut, da brauche ich das ja gar nicht, weil ich dachte ja erst, dass hier irgendwas los ankommt. Das ist erstmal nicht. Ich komme weg. Kommt jetzt an die Kauf, dann geht's dann doch gut. Da hab ich keinen Bock drauf. So, das ist anscheinend jetzt erstmal. Kommt hier noch was? Oder? Oh, was? Hier ist noch eins.
In Schwarz. Schwarz ist richtig cool. Hier ist noch eins. Das ist vom Netzteil, denke ich mal. Was das ist, das weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, das schraubst du ans Netzteil dran. Nee, das ist für einen Sockel, für die CPU, sehe ich gerade. Ja, das ist wohl von. Mal gucken. Leg das mal kurz hier hin, meine Kramecke. Ist das von dem Mainboard oder ist das von dem FM2? Sockel 940, ja. Thermaltech. Das ist von dem Kühler, der wahrscheinlich da drin ist. Das ist cool. Also, dass du das mit dazugegeben hast, das ist cool, auf jeden Fall. Hier hast du die PCI Express-Stecker noch. Weil es ja teilmodular ist. Sogar hier, oh, das ist cool. Da hast du zwei an einem Kabel, das ist nicht schlecht. Dann auch noch so gesleeved. Ist auf jeden Fall besser als diese ganz normalen, hier diese ganz normalen glatt ummantelten Kabel, die sind halt kacke dann halt, ne? Aber das ist cool. Da freue ich mich da. Übrigens, das Lied, das werdet ihr kennen von dem Video, wie alles begann mit dem PC. Das ist übrigens, also ihn kenne ich ja persönlich, das ist ein Kumpel von mir. Den treffe ich mich einmal in der Woche oder so. Nächste Woche will ich zum Beispiel wieder hin. Und Sonntag kriege ich die Gitarre von ihm, die ich ihn dann abkaufen werde. Das ist eine Fender Squier Telecaster. Ziemlich cool. Ja. So, warte mal, da kann ich das hier auch mal dazu packen. Jetzt haben wir ja schon wieder 5 Stück von den Dingern. Von den Staubfüllern. Das ist cool. Und das ist, denke ich mal, für ein. Halt mal, warte mal. 12 oder 200 Euro. Das ist für 214, ne? Also für 14er Lüfter. Und das ist für 12er. Ja. Sag ich doch. 214, okay. I'm gonna go.
Dreck hier halt auch noch. So, welche Seite geht's so? Original mit eh noch, ja. Komplett gedämpft. Computer! Sieht man das gut? Sieht zwar jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht ganz spektakulär aus, aber. Das ist es. Es ist gedämpft. Das ist saugeil. Das ist es funktioniert, weil es ist so richtig. Ah, so. Die Staubfüller, die kannst du rausnehmen. Und hier ist schon ein Server drin unten. Stopp, Szene. Motor. Ne, das sind schlechte Führer. Genau das. Oh! Sehr gut, das haben wir sehen. Dass es saugeil ist, sowas, echt. Coole Maße. SD-Karten 12 am Gehäuse. Ich glaube, das habe ich super nicht noch gesehen. Keine Ahnung. So, dann geht auf jeden Fall. Ich habe ja auch gesehen auf Fotos. Nee. Genau. Ach, das ist hier der Fußfehl. Gibt es hier ein. Das nennt sich ein DB-Mod. Das ist ein Deutsche Bahnfuß. Kann man, ist auch was drauf, was man nicht zeigen darf? Ich zeig's mir lieber nicht, keine Ahnung, nachher ist da noch irgendwas, was man nicht zeigen darf oder so. Es ist auf jeden Fall auf provisorischen Schaltfuß dran gemacht. Ist aber nicht so schlimm, weil so Füße und so kann man zur Not auch selber machen. Ja. Ist trotzdem ziemlich cool, das Gehäuse. So. So vorne den Anschalter. Sehr cool. Dafür, dass es auch gedämmt ist und Staubfilter hat. Hier ist sogar noch Folie dran, meine Fresse. Hm. Cool. So, ich bin mal hier. Ich mach's auch wieder. Es ist gedämmt, fühlt sich sehr geil an. Ja. Cool, wenn du da halt so eine
so eine zündende Grafikkarte wie ich hast und packst sie da rein und die pfeift dann da rum, das kriegst du dann schon mal nicht mehr mit. So, und das, was ich jetzt hier sehe, das sieht echt saugeil aus. Das sieht wirklich saugeil aus. Huch. Noch ein Staubfeder drunter. Das sieht saugeil aus. Erstens der riesige Thermaltake. Thermaltake Lüfter. Und dann noch diese vier übelst geil gestalteten G-Skill Aegis. Das ist 1600er, ne? Arbeitsspeicher. Sehr geil. In einem sehr, sehr schönen FM2A85X Extreme 4 Board. Sehr, sehr cool gemacht. Sieht echt sehr, sehr schön aus. Hier sieht man, oh Alter, hier sieht man auch gleich das 450 Watt starke Lepa. Also Lepa Netzteil. Teilmodular, sehr, sehr geil. Da freue ich mich riesig drauf. Sogar verbaut noch eine Samsung SSD. Ich war wahnsinnig. Alles sehr schön gemacht. Freue mich drüber auf jeden Fall. Ich werde das Ding nachher mal ausprobieren. Vielleicht dann auch in einem oder anderen Spiel noch. Hier sehe ich gerade, ist ein Stecker, den muss ich ein bisschen drauf machen, noch von Lüftern. Aber das ist nicht leider tragisch. Sehr, sehr cool. Das Mainboard allein schon, ich finde das sehr, sehr schön gemacht. Mit den Kühlflächen und so. Dafür, dass es FM2 ist. Und FM2, ich will jetzt meinen, FM2 ist schon älter jetzt, ne? Jetzt nicht ganz so alt, denke ich mal, aber es ist schon älter, ne? Aber kann auch sein, dass ich jetzt richtig maßlos Scheiße erzähle. Auf jeden Fall ein richtig schönes Mainboard, echt. Okay. DX11, ne? Dual Graphics. Sehr cool, echt. Ohne Scheiß. So. Das war's. Das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Paket. Mega. Geht hier zu. Jetzt werde ich nämlich da von der Stadt fahren und werde mir erstmal den Wärmepass anmelden, damit ich da später dann halt die CPU drauf bauen kann. Und so. Richtig cool. Nein, echt cool. Mad Max, vielen lieben Dank nochmal dafür. Das ist mega geil. Hätte ich mir niemals erträumen können. Das ist richtig, richtig, richtig geil. Dankeschön nochmal. Vielen lieben Dank. So, und jetzt muss ich Tschüss sagen, weil das Video wird uns endlos lang. Es wird endlos groß. Und ja, ich denke mal, ich schicke dir das persönlich. Ob ich es hochlade bei YouTube, weiß ich nicht. Da muss ich mit dir vorher nochmal reden oder so, keine Ahnung. Wegen Anruf. Ja, hi, grüß dich. Moment. So, also ich höre jetzt mal auf und Dankeschön auf jeden Fall.